Hallo und herzlich willkommen. Hier sind Shadowrunner und der Bacon, oder hier waren Shadowrunner und der Bacon, weil wir spielen heute We Were Here. Wir waren hier. Hallo Shadow. Mahlzeit, wie geht's? Ganz gut. Nur vorweg, ich habe das Spiel schon mal gespielt. Ist Ewigkeiten her und ich habe alles vergessen. Ja, das möchte ich hoffen. Sonst komme ich wieder in den Kommentaren. Ja, der Bacon war viel schlauer als du. Ich habe auch, glaube ich, diesmal die andere Rolle gewählt, weil es gibt zwei Rollen. Es gibt den Bibliothekar und den Explorer, den Erkunder. Und ich glaube, ich war damals, vermutlich, weil ich damals auch das Spiel gehostet hatte, war ich der Explorer, habe mich jetzt aber mal zum Bibliothekar gemacht. Guck, okay. Ich kann das die ganze Zeit ändern. Ja, ich kann es nicht ändern. Ja. Gut, dann, was ist We Were Here? We Were Here ist ein kleines Rätselspiel. Wenn wir gut sind, brauchen wir nicht allzu lang. Und wenn es uns Spaß macht, gibt es vielleicht sogar noch mehr davon, weil das hat noch zwei Nachfolger. Wie über hier gibt es kostenlos bei Steam den ersten Teil. Und ich sage einfach mal, ich bin bereit. Ja, ich auch. Oh, ein Countdown, jetzt wird's spannend. Ja, ich hab den Ton, glaube ich. Wenn ihr das Spiel oder das Video bei mir schaut, ihr könnt auch die Ansicht vom Bacon bei ihm sehen. Wenn ich es nicht vergesse, dann packe ich den Link zu seinem Stream, er streamt das gerade, in die Videobeschreibung. Genau. Vielleicht guckt ihr, der Stream ist natürlich dann das komplette Spiel, während das andere bei Shadow vermutlich ein, zwei Folgen sind. Geil, ich konnte mich an das Intro überhaupt nicht mehr erinnern. Das ist auch schon mal eine gute Voraussetzung. Ja, ich habe jetzt auch nicht verstanden, was da passiert ist. Ich sehe aber gerade, ich werde meine Maus ein wenig langsamer machen. Ja, geht schön schnell. Hui, bis man kotzt. Das ist immer noch zu schnell. Ja, das ist, worunter ist denn das? Ach, das war unter Game Options, glaube ich, ne? Maus Sensitivity, vermute ich mal. Ja. Jetzt ist es ein bisschen besser. Ich bin hier irgendwie aus der Wand gekommen und jetzt bin ich in einem Gewölbe drin. Ja, soweit ich verstanden habe, der Hauptbestandteil ist letztendlich, dass man zusammen Rätsel lösen muss, aber man sieht halt nicht alles, muss halt mit der anderen Person zusammenarbeiten. Ja, genau. Als erstes müsstest du eigentlich bei dir irgendwo ein Mikro sehen. Ein Walkie-Talkie. Also bei mir lag das, wenn ich mich gedreht habe, einfach auf dem Tisch. Ja, hier ist aber kein Tisch und hier liegt auch nichts. Ich schaue aber mal, ob hier, da liegen Bücher. Hier ist eine Tür, wo was leuchtet. Hier ist ein Walkie-Talkie, ja. Das, genau. Aber das brauchen wir ja nicht. Ne, ich würde es einfach mal mitnehmen. Ja. Ich würde es einfach mal mitnehmen. Ich habe hier, also erstens gute Nachricht. Also entweder kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern oder ich habe diesmal wirklich die andere Ansicht. Ich habe hier so einen komischen Raumplan bei mir im Nebenraum. Mhm. Und du müsstest irgendwo bei dir wahrscheinlich ein Rätsel haben. Ja, ich habe gerade gedacht, hier sei eine Tür, aber ich habe jetzt was anderes gesehen. Ich habe hier eine Wand, wo Steine drauf sind, wo Zeichen sind. Mhm. Und oben zwei Lampen. Ich habe hier
Ich habe hier bei mir an der einen Wand, also ich habe hier einerseits einen Hebel. Mit dem kann ich aber noch nicht interagieren. Ich habe bei mir mehrere Türen, die alle noch geschlossen sind. Und ein geiles Mosaikfenster. Mehrere geile Mosaikfenster. Aber die tun nichts zur Sache. Ja, Fenster habe ich gar nicht. Ich habe hier so ein komisches Augen, Pyramiden-Augensymbol und dann habe ich irgendwie blaues Auge mit einem Zeichen und noch ein Zeichen und blauen Auge, rotes, grünes Auge und so komisch. Ich würde es Hieroglyphen nennen. Und bei mir liegen hier auch überall so, also nicht überall, aber bei mir liegen mehrere Bücher rum mit so Symbolen. Ja, Bücher liegen hier auch, aber da ist nichts drauf zu erkennen. Du hast gesagt, du hast Augen. Ja. Ich habe ja eben gesagt, ich hätte Lampen, aber da ist so eine Zeichnung drumherum. Also das könnten auch Augen sein. Also ich habe in der Mitte halt eine Wand, da sind so auch so Hieroglyphen drauf auf Steinen. Und oben links habe ich dann ein blaues Auge und oben rechts ein rotes Auge. Genau, und dazwischen habe ich zwei Symbole. Also ich habe zum Beispiel bei mir oben zwei, also links und rechts jeweils ein blaues Auge. Dazwischen habe ich ein A, was so ein Pimmel nach unten hat. Und ein T, was aber halt so, wo oben das T, der Strich hier oben, der horizontale Strich, wo der halt so ein bisschen geschwungen ist, wie ein Vogel. So was sehe ich hier auch, ja. Genau. Siehst du bei dir irgendwo was, wo du das vielleicht verwenden kannst? Also ich habe bei mir nichts, wo ich jetzt im ersten Moment sagen würde, hier vorne ist es ein Rätsel, hier muss ich irgendwelche Sachen kombinieren. Also es scheint so, dass ich mit den Steinen interagieren könnte. Was hast du denn auf den Stein für Symbole drauf? Ich habe einmal so einen Kreis mit einem X durch, allerdings so ein X mit drei Strichen quasi. Dann habe ich auch dieses T, das oben geschwungen ist, das A mit dem Pimmel. Dann habe ich einen Kreis mit einem normalen Kreuz durch, so eine Art N. Dann habe ich so einen Aktienkurs, dann habe ich eine Sanduhr, die auf der Seite liegt, wo aus beiden Seiten was nach unten läuft. Dann habe ich ein M mit langen Strichen nach unten und nochmal so einen anderen Aktienkurs. Okay, ja. Aber du hast gesagt, du hast Augen, ja? Genau, also ich habe hier halt so eine Tafel mit Augen drauf. Hast du denn irgendwas, wo blau und rot ist? Blau und rot wäre bei mir das normale M und dieses komische N. Also was man vielleicht als so ein kleines N ansehen könnte. Was, okay, einfach nur was war das erste? Ein M mit längeren Strichen? M. Man kann es schon sagen. Aber sieht sonst aus wie ein normales M und daneben ein kleines N. Das war schon richtig. Hier ist gerade eine Tür bei mir aufgegangen. Sehr schön. Bei mir ist auch eine Tür aufgegangen. Und ich habe Errungenschaften bekommen. Ja. So, ich bin jetzt in einem neuen Raum. Tür hinter mir ist zu. Ich kann nicht mehr raus. Ich habe ein paar Kerzen. Auf dem Boden ist so ein riesiges Mosaik. Da ist wahrscheinlich die Tür, wo es weitergeht. Jetzt wahrscheinlich meine Bücher hier wichtig werden, weil ich bin jetzt, also bei mir ging auch eine Tür auf. Ich guck mal eben kurz, ob bei mir auch noch eine andere Tür aufging. Aber es ging bei mir definitiv eine Tür auf. Und nee, eine andere Tür ging nicht auf. Und ich habe da jetzt einen neuen Raum. Da sind ganz viele Gemälde drinne. Ja. Von, keine Ahnung, das ist ein Totenkopf, das sieht so aus auf dem Vogel, dann hinten auf dem Rücken guckt irgendwie ein halbes Gesicht raus oder ich habe einfach einen Vogel, der einfach oben einen Totenkopf hat, einen Totenkopf, der eine Schnecke drauf hat und sowas und da unten drunter habe ich Zeichen und ich habe drüben, da wo ich zuerst war, habe ich halt auch mehrere, also da habe ich jeweils drei Zeichen unten drunter. Das ist dann zum Beispiel, ist das, ich würde sagen, Kronleuchter, ein Haus oder sowas und eine Schildkröte, die aufgepiekst ist. Und sowas habe ich hier halt als Zeichen. Okay, ich kann ja erstmal sagen, was ich habe. Also ich sehe hier so eine Tafel wohl, wo sehr viele Zeichen sind, die ich wahrscheinlich mitnehmen könnte, denn ich habe an einer anderen Ecke habe ich so ein Gemälde und darunter ist eine Leiste, wo es so aussieht, als könnte man da drei Symbole reinsetzen. Was ist denn auf deinem Gemälde drauf? Also der Körper ist quasi von vorne von so einem Vogel, also Vogelbeine. Obendrauf ist ein Mausegesicht. Dann der hintere Teil vom Körper, das sieht dann aus... Mausegesicht? Warte mal ganz kurz. Mausegesicht? Ja. Echt? Also ich hab ja... Okay, also der Kopf ist ein Mausegesicht.
Ich würde es als Maus oder Ratte bezeichnen, aber ich glaube eher Maus. Dann unten halt Vogelbeine, das ist aber nur der vordere Teil von dem Körper. Ja. Hintere Teil sind Stierbeine, würde ich sagen. Ja. Oben drauf ein Schneckenhaus und hinten ein gefiederter Schwanz. Okay. Hast du sowas bei deinen Gemälden? Ja, vielleicht. Also ich finde den Kopf gerade nicht ganz. Ich finde den Kopf gerade wirklich nicht, weil das Einzige, was jetzt hier ansatzweise... Also der Kopf irritiert mich. Also könnte das... Das ist kein Schaf, oder? Es könnte auch ein Schaf sein oder ein Alpaka, keine Ahnung. Okay, eher Schaf, Alpaka. Weiß oder ist es bei dir farblos? Das ist weiß. Okay, dann schwarzer Körper, gelbe Beine. Ja, Vorderbeine. Gelb und orange. Ja. Dann da hinten halt die Stierbeine und da sind dann so komische weiße, federartige Sachen drauf. Ja, hinten also zweimal Feder. Sozusagen? Zweimal? Was, also zweimal? Einmal noch auf dem Körper und einmal hinten am Schwanz? Könnte man das so? Nö, also der hat hinten einen weißen Schwanz, aber oben über den Stierbeinen ist ein Schneckenhaus, würde ich sagen. Oben über den Stierbeinen ist ein Scheiße. Wieso? Nee, nicht Scheiße, ein Schneckenhaus. Ja. Ach da, ich hab's. Mhm. Alles gut. Ach du meine Scheiße. Okay, also drei Symbole. Ich versuche sie mal zu erklären. Ja. Also das eine, man könnte sagen, das ist echt eine schlechte Zeichnung vom Haus oder ein Gesicht, was zwei Augen und einen Mund hat, die aber Augen und Mund sind quadratisch. Und das Gesicht ist auch sehr quadratisch gezeichnet mit oben rechts irgendwie so Dingern ab. Hat der links und rechts oben am Kopf so Haarbüschel quasi? Ja, die so sozusagen abstehen? Ja, das ist das dritte Symbol. Okay, ich schau mal, ob ich habe das in der Hand. Ich schau mal, ob ich das in das dritte machen kann. Ja, hat der Automat an der Warte. Ich scheine es an der dritten Stelle eingesetzt zu haben. Okay, das zweite. Das ist schwer. Ich würde sagen, das ist am ehesten so eine Art Fahnen oder sowas. Der geht so von links geradeaus hoch, hat oben rechts so einen Buckel und in der Mitte hat er so zwei Blätter, die jeweils nach rechts und links nach oben abgehen. Also ich würde es als Fahnen. Ja, okay. Ich glaube, das kommt an welche Stelle? Das ist die mittlere Stelle. Okay. Und das erste, okay, ich sag mal so, man könnte das sagen, das ist ein Wurm mit einem Kreis als Kopf, der in der Badewanne liegt. Und der kreisige Kopf, der geht sozusagen, da geht einmal so ein Strich von unten nach oben, von links nach rechts geht da durch. Könnte man auch sagen, das ist eine Schildkröte, die auf einem Ständer aufgespießt ist. Eine Schildkröte, die man von oben sieht. So ein Panzer, dann vier Beine weg und oben kreist der Kopf. Nein, nee, die Schildkröte ist es nicht. Das ist ein anderes Symbol. Okay, ich hab noch so was Rundes. Beschreib's nochmal bitte. Also ich würde sagen, es ist ein Wurm, der halt einen Kreis als Kopf hat und sich... Der in der Badewanne liegt. Ah, der kringelt sich so ein bisschen. Okay, ja, ich glaube, ich habe... Okay. Ja. Geile Beschreibung. Ich habe halt eine andere Sichtweise mir gedacht. Ja. Ja, face on it. Eine Errungenschaft haben wir freigeschaltet. Ja, es geht neuer Raum bei mir auf. Okay. Ich gucke auch mal eben bei mir. Hier sind ein paar Fässer, ein Tisch. Ja, bei mir ist auch eine Tür aufgegangen. Dann habe ich rote Rohre. Und dann geht eine Tür runter, wo unten. Da steigt Wasser. Da steigt Wasser. Ja, ich bin jetzt... Ich hab... Also ich meinte so... Und warte mal, und unten über der Tür steht Purple in grüner Schrift. Und das Wasser steigt. Purple? Ich glaube, ich werde hier sterben. Okay, Purple. Wie erzeugst du Purple? Aus welchen Farben? Das ist... Rot und blau. Hat sich erledigt, das steigende Wasser? Moment. Ich hab mal Bock bekommen. Ja, ist weg. Okay. Weil ich hatte jetzt nämlich, ich hatte gerade kurz Angst. Ja, alles gut. Es gibt, wie gesagt, eine Szene, wo man, glaube ich, später sterben kann. Aber ich bin jetzt hier im Gang, da ist jetzt eine neue Tür, dann kann ich jetzt reingehen. Ja, ich glaube, das ist mal wieder ich hab zurück. Ich habe die Befürchtung, warte mal, das geht doch immer so. Ja, jetzt bin ich hier
eingesperrt. Gut, ich stehe hier vor einem Tor, da sind so Kristalle und rechts ist ein Hebel. Soll ich den einfach mal betätigen? Okay, dann geht das erste Tor auf. Ich kann durchgehen. Jetzt habe ich allerdings keinen Hebel mehr. Ich stehe hier vor einem Tor, wo so zwei weiße Kristalle sind. Und im Hintergrund sehe ich eine Wand, wo in Rot was draufgeschrieben ist, was allerdings ganz schlecht zu sehen ist von hier. Bei dir ist das so rot? Warte mal. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Ich hatte ja den Hebel, um das erste Tor aufzumachen. Dann ging ich halt rein, dann ging hinten das Tor zu, aber ich konnte den Hebel vor der ersten Tür konnte ich noch erreichen von innen. Jetzt ist das erste Tor wieder runtergegangen, aber das zweite ist auf, also ich kann hier weiter. Und auf dieser Mauer steht in rotem Blut, bring down the guiding light, würde ich sagen. Und jetzt habe ich mehr Richtungen, in die ich gehen kann. Das sieht hier nach einem ziemlichen Labyrinth aus. Ah, warte, ich sehe hier gerade was. Ich sehe hier so ganz komische Gemälde wieder an der Wand. Ich sehe was. Es hat sich bei mir was geändert. Okay. Ich habe gerade einen Schalter gedrückt und ich glaube, es hat sich was geändert. Also als erstes habe ich bei mir noch einen Film gefunden, den ich aber noch nicht abspielen kann. Vielleicht ist es auch einfach noch nicht so weit. Also ich habe wieder so ganz obskure Gemälde überall. Ja, ich habe hier einen Lageplan. Okay. Warte, kannst du dich eben... Was müssen wir damit machen? Ich habe hier gerade noch so einen Hebel an der Wand. Steht noch mehr den Sachen könnte ich drauf. Auch benutzen. Du kannst Nebel benutzen? Ja. Warte, ja, mach mal. Habe ich gemacht. Kann den auch wieder zurück machen. Also ich kann den immer wieder benutzen. Ja, hier passiert gerade nichts. Das Dumme ist, wenn ich den benutze, dann kann ich natürlich, gucke ich in dem Moment auf die Wand, sprich ich kann nicht sehen, ob sich da was ändert. Ich schaue jetzt mal weiter. Ich mache den mal wieder zurück in die... Nee, ich mache den... Als wäre er einmal umgelegt. Jetzt schaue ich mal weiter. Vielleicht gibt es ja noch mehr. Also es war ein Hebel mit einem blauen Knubbel oben dran. Hebel mit einem blauen Knubbel? Ja. Kannst du den nochmal drücken? Moment, ich gehe zurück. Er ist gerade noch aktiviert. Jetzt mache ich ihn wieder auf die nicht aktiviert Position. Ah. Ja, es ändert sich was bei mir. Kannst du den nochmal drücken? Bei mir leuchtet dann Plan auf, wenn du den drückst. Ja, ich habe den jetzt wieder angemacht. Okay, noch sehe ich den Plan, aber bei mir nicht. Muss ich bei mir jetzt irgendwas wieder machen? Ich erforsche erstmal weiter, damit ich weiß, was ich hier unten noch alles habe. Also ich habe das Gefühl, die Statuen, die ich sehe, die sehen alle recht gleich aus. Ich habe ein Bild, da ist ein weißer Hund drauf, der allerdings statt Ohren oben einen Kerzenleuchter hat. Dann... Ja, ich hab ja auch Bücher mit so komischen Hinweisen. Starting from the far east, are moving two steps north, head two steps towards the west. Move two steps towards north, take a step east before, heading forward once more. Okay, das ist wahrscheinlich, wie du mich hier irgendwie durchnavigieren könntest. Spannend, ja, aber... ich bin gerade um eine Ecke gegangen. Da ist ein Gittertor, wo blaue leuchtende Symbole drauf sind. Als ich um die Ecke gekommen bin, hatte ich das Gefühl, dass hinter dem Tor sich was bewegt hätte. Was wahrscheinlich als Jumpscare gedacht war, aber was sich jetzt nicht mehr bewegt. Ich habe allerdings, vermute einfach mal, weil da so blaue Kristalle auf der Tor sind, dass das irgendeine Verbindung zu dem blauen Hebel hat. Jetzt müsste ich den natürlich nochmal umlegen, um zu schauen, ob sich dadurch was ändert. Das mache ich gerade mal. Und sorry, ich muss hier ein bisschen laufen immer. Ja, yeah. Ich glaube, ich habe ja aber einen Plan. Der Hebel, der blaue Hebel ist in einem Raum drin, wo du vorne eine Treppe runter oder hoch gehst, ne? Ist das richtig? Warte mal. Du willst wissen, wie der Weg zu dem Hebel aussieht? Ja, also wieder direkt vom Hebel. Der Hebel ist in einem Raum, wo du vorne eine Treppe hoch gehst oder runter.
Ja, so ein bisschen Treppe bin ich runtergegangen, ja. Aber ich habe jetzt gesehen, weil ich habe den Hebel jetzt wieder in die Position gestellt, wie er war, bevor ich was gemacht habe. Und jetzt ist dieses Tor, das davor war, das ist jetzt wieder auf. Da kann ich jetzt durch. Okay. Okay. Du musst es aber noch einmal. Du musst es noch einmal ziehen, weil ich sehe sonst. Ich sehe sonst nämlich nichts bei dir. Okay. Ich habe hier nämlich eine Karte. Und wenn ich das richtig sehe, dann ist das auf dieser Karte wie folgt. Jetzt sehe ich gerade wieder nichts. Okay, ich ziehe mal den Hebel wieder. Ja. Aber ich muss hier vorne. Aber das ist richtig, dass... Ja, jetzt leuchtet wieder noch was. Es ist richtig, dass... dieser Hebel ist in einem Raum drin, ne? Ja. Das ist richtig. Und diesen Raum verlässt du über eine Treppe, dann kommst du auf den Gang, wo du nach links oder nach rechts gehst. Nach rechts geht es aber auch gleich wieder um die Kurve. Ist das richtig? Schau mal. Ja, rechts geht es wieder direkt um die Kurve, ja. Okay. Dann, ich habe nämlich hier vorne ein Eingangs- und ein Ausgangszeichen bei dir. Du hast den blauen Hebel gezogen. Kannst du mal bitte einmal, ja genau, du gehst dann rechts um die Kurve, folgst dem Weg, dann kommt eine Treppe nach links wahrscheinlich, runter oder hoch? Hoch, ja. Ja, dann geht's nach rechts. Ist da was zu oder ist da was da offen? Ist jetzt wieder zu, weil ich den Hebel ja wieder auf die umgestellt habe. Okay, gut. Dann müsstest du den Hebel noch einmal ziehen. Hau ich wieder hin. Sprinten gibt's hier leider nicht. Nee. So, da. Dann um die Kurve, Treppe rauf, nach rechts. So, jetzt. Nein, stopp, warte, warte. Ja? Zieh den Hebel bitte nicht. Ich hatte ihn schon gezogen. Du hast ihn schon gezogen? Ja. Okay. Aber ich glaube, das ist falsch. Weil, wenn hier die Markierungen richtig sind, also ich sehe halt, es gibt im Endeffekt drei Türen. Blau, grün, rot. Okay. Wenn ich das richtig sehe, musst du, damit du bei rot reinkommst, einmal grün ziehen. Okay, die anderen habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe noch nicht alles erforscht. Aber da kann ich dich gleich leiten. Du hast ihn jetzt nochmal gezogen? Also der Hebel ist jetzt auf der ursprünglichen Position, als wäre er nicht aktiviert, der blaue. Okay, warte ganz kurz. Ich guck mal eben. Egal, gut, zeigt er bei mir nicht an. Ja, aber das heißt, da ist das jetzt wahrscheinlich offen. Dann kommst du aber nicht nach grün hin, weil wenn du da zu grün läufst und du das tauschst, kommst du nicht raus. Warte mal, du ich hab noch gar nicht alles erforscht. Ja, aber ich sehe hier vermutlich alles. Ich kann dich wahrscheinlich komplett durch das Ding guiden. Also es müsste noch was blau... da hat sich was bewegt. Diesmal sicher. Es müsste also nur was Grünes und was Rotes noch geben, sagst du? Ja, aber du zum Grün kommst du momentan auch hin. Du müsstest... Also wir können ja gucken, ob meine Theorie richtig ist. Und dann setzen wir sie um. Also, wo bist du gerade? Bist du noch im blauen Raum? Oder? Ich könnte wieder im blauen gehen. Aktuell bin ich einfach wieder dahin zurückgekommen, wo ich reingekommen bin in das Labyrinth. Okay, dann drehst du bitte um und du gehst dahin, wo eben sozusagen diese blaue Wand war, wo du nicht weiterkamst. Also da, wo das blaue Tor ist, soll ich hingehen? Ja, das müsste jetzt offen sein. Ja, das ist richtig. Gut, dann kommt danach... Soll ich da durchgehen? Wieder, ja, genau. Dann kommt jetzt wieder eine Treppe, richtig? Eine Treppe, die in den Raum führt. Nachdem ich mich nach rechts gedreht habe? Ja. Ja. Gut, du gehst in den Raum und du verlässt den Raum hinten links. Du gehst nicht geradeaus durch und du gehst nicht rechts durch. Rechts dürfte wahrscheinlich was Grünes geblockt sein. Eine grüne Tor, ja. Ja, genau. Gegenüber von dem grünen Tor gehst du... Rein. Gehst du rein. Und dann nach rechts. Genau. Genau, nach rechts. Nicht. Dann kommt eine Kreuzung. Ja. Da gibt es eine Treppe, da gehst du zur Treppe. Ja, also die runter. Da ist übrigens ein rotes Tor, das allerdings offen ist. Ja. Bin ich durchgegangen. Jetzt geht's nach links weiter. Ah, ich muss den Hebel einfach ab und zu betätigen, weil das Ding dann verschwindet. Und da vorne sehe ich jetzt auch, also ich bin jetzt erstmal durch das rote Tor. Dann bin ich links, geht eine Treppe runter. Dann komme ich an eine Kreuzung, dann geht rechts eine Treppe hoch und geradeaus sehe ich einen Turm im grünen Licht, das ist allerdings offen.
Ja. Jetzt halt noch ein rotes Tor. Aber dann ist Tor. Es komplett richtig. Aber das heißt, du musst den blauen Schalter drücken. Wir müssen genau andersrum reingehen. Weil du kriegst es sonst nämlich nicht hin. Also in dem Raum hinter dem grünen Tor ist der grüne Knopf. Aber, kannst du auch gerne eben aber hingehen. Wenn ich den Hebel aber jetzt mache, dann komme ich ja nicht mit dem blauen, dann komme ich ja nicht mehr hier hin. Ja, aber du kommst andersrum dahin und da leite ich dich hin. Okay, dann muss ich jetzt erstmal zurückfinden. Ich habe mir gerade kurz Gedanken gemacht. Wir müssen ein bisschen hin und her springen, aber wir kriegen es hin. Ich bin gerade nicht sicher, ob ich mich verlaufen habe. Blau. Moment. Rot. Blau-grün. Verdammt, ich habe mich, glaube ich, verlaufen. Musste ich hier irgendwo durch ein rotes Tor? War ich, glaube ich, schon durchgegangen? Ja, und danach musstest du rechts. So, sonst lauf doch bitte, bis du irgendwie ein grünes Tor siehst. Ja, bin ich durchgegangen. Oder du bist durch das. Dann hast du dich wieder umgedreht. Dann müsstest du jetzt in einem Raum sein mit einem grünen Schalter, kann das sein? Nö. Also du musst jetzt einfach irgendwo hinlaufen und mir sagen, hier ist jetzt zum Beispiel eine grüne, eine rote oder eine blaue Wand. Also bin jetzt gerade an einer Kreuzung, vor mir ist eine rote Tür, die ist geschlossen und links von mir ist eine grüne Tür, die ist offen. So ein okay, ganz dann kleines drehst Stück du dich nach rechts. Okay, vom Grün rechts. Weg, ja. Vom Grün weg und gehst und da geht der Weg dann gleich, da kommt dann gleich eine Treppe und da ist dann ein geöffnetes rotes Ding. Siehst du die geöffneten eigentlich auch oder sind die für dich dann einfach nicht da? Nö, die sind geöffnet, aber wenn ich jetzt von dem Grünen weggehe, dann komme ich an eine Kreuzung, links geht eine Treppe hoch und geradeaus geht eine Treppe hoch. Geradeaus. Okay, geradeaus. Dann komme ich an eine Kreuzung. Da geht es rechts eine Treppe hoch. Komme ich wieder an eine Kreuzung. Geht nach links und rechts. Dann nach rechts. Und dann müsstest dann du gleich automatisch nach links. Jetzt laufe ich auf ein grünes, geschlossenes Tor zu. Ja, diesen Raum. Also, wenn du auf das Grüne guckst, dreh dich um 90 Grad nach rechts und verlass den Raum. In die Richtung über eine Treppe. Ja, hier ist eine Treppe. Jetzt bin ich an dem blauen Tor, bin durchgelaufen. Ja, nimmst du die. Genau, dann gehst du jetzt bitte in den blauen Raum. Zu dem blauen Hebel, meinst du? Meine ich ja, ja. Okay. Entschuldigung. Mhm. Und du drückst den blauen Hebel. Und dann gibst du mir Bescheid. Habe ich gemacht. Okay. So, du hast den blauen Hebel gedrückt. Ja. Dann drehst du dich um. Du verlässt den Raum. Ja. Und an der Kreuzung gehst du nach links. Ja. An der nächsten Kreuzung gehst du geradeaus. Dann kommst du in einen Raum rein. Ja. Da gibt's nur einen neuen Weg raus. Eine Treppe hoch, ja. Genau, eine Treppe hoch. Ja, ob die Treppen hoch oder runter gehen, das sehe ich nicht. Den Weg gehst du. Du kommst dann vielleicht an eine Kreuzung, wo irgendwie eine Treppe ist. Ja. Da gehst du aber weiter auf deinen Weg. Okay. Da gehe ich durch ein offenes blaues Tor. Wenn ich genau. Und du kommst dann jetzt in einen Raum. Ich muss nur mal eben kurz wieder meinen Schalter drücken. Wo ein grüner Hebel ist. Genau. Dann drückst du jetzt den grünen Hebel. Einmal. Habe ich gemacht. Wenn du jetzt in die Richtung guckst, nicht aus der du gekommen bist, sondern sozusagen den Raum verlassen würdest, also nicht aus der Richtung, aus der du gekommen bist, sondern die andere, da siehst du jetzt wahrscheinlich dann ein grünes Tor, richtig? Ja, das ist so. Ja, dann läufst du jetzt wieder komplett zurück in den Raum mit dem blauen Hebel. Ja, du, das müssen wir noch ein bisschen mehr machen, weil wir müssen jetzt halt einmal die Dinger so setzen. Du musst in den roten Raum und dann müssen wir wieder in den, also wir müssen halt ein bisschen, weißt du noch, wie du da zurückkommst oder soll ich dich eben leiten? Bitte wieder, warte, ja, ich war schon losgelaufen, aber es ist ein bisschen, also ich bin jetzt wieder in dem Raum, wo der grüne Hebel ist und ich weiß noch, wo ich reingekommen bin. Da laufe ich jetzt durch das blaue Tor durch. Da gehst du durch das blaue Tor durch. Ja. Da gibt es irgendwie eine komische Treppe, die ins Nix führt, die ignorierst du, da gehst du den einfach weiter Weg. In den Raum. Ja, da habe ich jetzt wieder eine Kreuzung, wo links eine Treppe ist und... Ja, da nimmst du links die Treppe. An der nächsten Kreuzung gehst du geradeaus. Ja. Und danach gehst du rechts, dann kommst du in den blauen Raum. Also in den Raum mit dem blauen Hebel. Jawohl, das ist richtig. Den drücke ich wieder? Den drückst du wieder. Okay.
Jetzt verlässt du den Raum und gehst nach rechts. Wieder denselben Weg, wo ich also gerade herkam und dann... Nein. Nicht, wo du herkamst. Du verlässt den blauen Raum und gehst nach rechts. Aus dem blauen Raum gibt es nur einen Ausgang. Da muss ich so ein kleines... Ja, Entschuldigung. Du gehst und dann rechts. Ja, und dann rechts. Ja. Und dann läufst du, bis du wieder in den Raum kommst, wo du... In dem warst du vorhin schon. Ich muss mal eben kurz wieder meinen Knüppel drücken. In dem warst du vorhin schon und da war vorhin eine grüne Tür zu, die ist jetzt offen. Werde ich mal schauen. Ja, das ist korrekt. Gehst du dann bitte durch die Tür und drückst den roten Schalter. Den sehe ich, ja. Ja. Okay, ist gedrückt. Wenn du das gemacht hast, gehst du jetzt den Weg zurück in den Raum mit dem blauen Schalter. Also sprich, du gehst in den Raum zurück, aus dem du gerade kamst. Also ja, durch die grüne Tür für und mich wieder. Links. Ich gehe durch die grüne Tür, dann links. Links. Ja. Folgst dem Weg. Ja. Irgendwie Treppe, durch, dann links. Geh durch die blaue Tür gerade. Ja, genau. Hier jetzt wieder eine Treppe runter. Ja. Und an der nächsten Kreuzung biegst du links ab. In den Raum mit dem blauen Hebel. Ja, ich bin in den blauen, mit dem Raum mit dem blauen Hebel. Bin ich den drin. Drückst du bitte. Ja. Dann verlässt du den Raum über die Treppe und biegst diesmal links wieder ab. Ja. Gehst geradeaus, auch an der Kreuzung gehst du geradeaus. Dann kommt eine Treppe. Bin ich runter. In dem Raum gehst du rechts, gehst du rechts weiter den Weg. Ja. Gehst so lang geradeaus, dann kommt links eine Treppe, die ignorieren wir, da gehst du rechts, links um die Ecke, gehst durch das offene blaue Tür, kommst in den Raum mit dem grünen Knopf. Das ist richtig. Du drückst den grünen Knopf jetzt. Einmal. Ja. Hab ich gemacht. Dann verlässt du den Raum in die Richtung, wo die grüne Tür war. Die ist jetzt ja nicht mehr da. Wo die grüne Tür war? Na, du bist gerade im Raum mit dem grünen Knopf. Ja. Und du verlässt den Raum also nicht aus der Richtung, aus der du kamst, sondern aus der anderen. Der Raum hat ja nur einen Ein- und einen Ausgang. Eine grüne Tür, eine Treppe und eine grüne Tür? Ja, da gehst du durch eine grüne Tür durch. Okay. Ja? Und dann an der nächsten Kreuzung ist links eine offene rote Tür. Da gehst du durch, dann bist du durch. Checkpoint reached, sagt er. Ja. Ja, da ist eine Tür aufgegangen, es schneit.